Was dauert das so lange? Ich habe das Buch nur für den Fall. Jetzt ist keine Zeit zum Vorlesen. Okay, sorry. Ich bin halt gestresst. Hier. Oh, Mann. Nur die Ruhe, Faye. Ist ja nicht... Und das war's? Bis ich auf der Brücke aufgewacht bin. Ja. Es war wie einer meiner Albträume. Es ist vollkommen klar, dass mein Auto in den Canyon gestürzt ist. Dass mich der LKW-Fahrer an der Brücke gefunden hat. Aber woran ich mich erinnere, ist, wie ich sehe... Ich sehe meinen Vater, der sich wieder dazu entschließt, mich zu verlassen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, ohne dass er mich bemerkt, aber... Nein! Nein! Tja. Jetzt wissen wir, woran ich mich erinnere. Schauen wir, was ich vergessen habe. Wach auf, Eddie. Wach auf. Warum hast du es getan? Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Schwester. Ist daran etwas ungewöhnlich? Ihre Augen. Sie sind braun. Aber sie waren eigentlich immer blau. Wissen Sie noch, welche Farbe die Augen von Faiths Baby hatten? Braun. Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Mutter. Konzentrieren Sie sich auf sie und sagen Sie mir, was Sie sehen. Sie hat Faiths Gesicht. Aber sie ist meine Mom.
Sehen Sie draußen etwas Ungewöhnliches? Nein, nichts Ungewöhnliches. Der Mond, die Sterne, der See, alles ist normal. Nichts fehlt? Nichts ist neu? Nichts. Sind das die Sachen, die Sie an jenem Tag anhatten? Ja. Genau dieselben? Ja, genau dieselben. Fällt Ihnen etwas im Badezimmer auf? Steht was am falschen Platz? Nein. Alles normal. Wissen Sie noch, wann Sie in jener Nacht ins Bett gegangen sind? So gegen 11? Sehr früh für mich, aber ich war erschöpft. Sind Sie sicher, dass diese Reifenspuren von Ihrem Wagen stammen? Könnte sein. Neben den Abdrücken, sind da Fußspuren? Nein, der Boden ist wirklich trocken. Können Sie das Gesicht Ihres Vaters erkennen? Er ist wirklich weit weg. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gefühle, Ihren Körper. Es ist komisch. Ich bin erschöpft und gleichzeitig voller Energie. Mein Kopf tut weh. Mein Hals. Meine Augen sind schwer und müde. Erkennen Sie Ihren Vater? Sein Gesicht? Er hat den Rücken zu mir. Und sein Körper? Er sieht etwas kleiner aus. Und? Und? Was habe ich denn gesagt? Doktor, Sie machen mir Angst.
Julia? Wenn wir träumen, gehen einige Details verloren. Bestimmte Dinge sehen wir extrem deutlich, doch der Rest bleibt in der Regel unscharf. Sie erinnern sich an sehr konkrete Dinge, auch an die Zeit, und zwar auf die Minute genau. Wenn ich recht habe, haben Sie das erste Mal von Ihrer Mutter geträumt, als Sie gerade in Phase 2 des NREM-Schlafs waren. Die Wahrscheinlichkeit, in jener Phase zu träumen, ist extrem gering. Meinen Sie etwa, ich habe davon irgendwas verstanden?
Scheiße. Warum habe ich seinen Schlüssel nicht geklaut? Dein Härchen ist voll zugedröhnt, aber wenn du miaust und ihn wächst.
Du kannst hierbleiben. Bei seinen Obsessionen ist es ja nur normal, dass er solche Bücher hat. Schlaf noch etwas. Kannst du brauchen. Ich mach schon sauber. Jenny hat fast 40 Grad Fieber. Was dauert das so lange? Okay, sorry. Ich bin halt gestresst. Hier. Oh, Mann. Nur die Ruhe, Faye. Ist ja nicht... Schnauze! Ernsthaft? Sind Sie sicher, dass Faye... Ich sehe keine andere Erklärung. Ich bin sicher. Also, Jenny? Ist sie am Leben? Wo ist sie? Wer ist sie? Das weiß ich nicht. Wie? Was machen wir? Wir müssen rauskriegen, wer Faye ist. Sie hat gesagt, sie sei ihr Fan, oder? Glauben wir ihr jetzt etwa? Die besten Lügen sind zum Teil wahr. Touché. Ich habe einen Ordner mit Fanpost und ich könnte mal bei Twitter nachsehen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon gesagt habe, aber Sheriff Reyes ist an der Sache dran. Könnte Faye eine Frau sein, die nicht verwunden hat, dass sie Schluss gemacht haben? Davon gibt's einige. Jetzt sehen Sie mich doch nicht so an. Ich verspreche niemandem etwas. Und ich bin immer ehrlich, wenn es um das geht, was ich nicht will. Aber ich weiß, was Sie denken. Ich könnte mal, keine Ahnung, meine SMS durchgehen. Okay, fassen wir zusammen.
Ich suche nach Fans à la Kathy Bates in Misery. Versuche mich an verrückte Ex-Freundinnen zu erinnern. Und sie und ihr neuer Freund, der Sheriff, tun, was immer sie tun müssen. Was? Sie sind... Das ist ein verdammtes Schussloch. Einfach die Scheißkugel untersuchen und herausfinden, ob es Millers Waffe war. Was brauchen die so lange? Warum rufst du nicht an? Mach Druck. Sag denen, dass Reyes stocksauer ist. Wenn die sich nicht melden, bis ich wieder zurück bin, rufe ich da an. Okay. Bist du länger weg? In 500 Metern nehmen sie die Ausfahrt Richtung Flughafen. Moment mal. Bist du am Flughafen? Das ist schwer zu erklären. Das fällt nicht in unsere Zuständigkeit. Ich folge einer falschen Fährte. Was? Warum? Es sind Informationen, die Jewel Dr. Lomas von Miller hat. Was der Typ verzapft, könnte alles Schwachsinn sein. Aber mehr habe ich nicht. Juli, Doktor? Habe ich da was verpasst? Was? Du verpasst nichts? Scheiße. Was ist? Wegen dir bin ich jetzt dran vorbei. Wenn ich ein Knöllchen kriege, bezahlst du das. Schon gut, schon gut. Schaffst du es noch zur Suchaktion? Südlicher Sektor, 5.30 Uhr? Südlicher Sektor, 5.30 Uhr. Ich werde da sein. Wir finden sie heute, oder? Wir werden sie finden, Kleiner. Du hast mein Wort. Danke, Nick. Bis später. Keiner mehr da? Die Chefin und der Mechaniker? Was, wenn der Alarm losgeht?
Hey! Hey, Sie! Wir haben geschlossen. Está cerrado. One for me. We are closed. Siamo chiusi. Moshi waki gozaimasen. Sorry, Sir. Sprechen Sie meine Sprache? Wir haben keine Autos, verstehen Sie? Ja, aber... Ich kann Ihnen kein Auto vermieten. Ausgebucht. Keine Autos mehr da. Naja, ich sollte besser sagen, dass ich minus ein Auto habe, weil das hier im Eimer ist und eigentlich in 2 Stunden abgeholt werden soll. Aber ich habe 0 Mechaniker plus ein Scheißtag. Also, wenn Sie so nett wären, halten Sie sich draußen rechts und nach 300 Metern sehen Sie auch schon die Konkurrenz. Sagen Sie den Amber Wong schickt sie und dass sie mir was schulden. Schönen Tag noch. Ich wollte gar keinen Wagen mieten. Mein Name ist Nick Reyes. Ich bin Privatdetektiv und brauche Ihre Hilfe. An jedem anderen Tag würde ich Ihnen nur zu gerne helfen. Nur nicht heute. Ich bin mir sehr sicher, dass die Konkurrenz Ihnen gerne helfen wird. Nach rechts, 300 Meter. Sagen Sie denen, ich schicke sie. Schönen Tag. Es sei denn, Sie sind ein guter Mechaniker. Kennen Sie sich mit Motoren aus? Könnten Sie die Karre reparieren? Bitte sagen Sie ja. Bitte. Ich wünschte, ich könnte es garantieren. Ich tue, was ich kann. Er springt an, doch es ist völlig egal, wie viel Gas ich auch gebe. Er rührt sich keinen Millimeter. Ach, verdammter Wichser. Ich hätte mir denken können, dass der Arsch einfach abhaut. Kleiner Tipp fürs Leben und das Geschäft, Sie Detektiv. Wenn Sie jemals mit Ihrer besseren Hälfte einen Laden aufmachen, dann machen Sie niemals mitten in der Hauptsaison Schluss. Könnten Sie die Motorhaube öffnen? Was? Weiß ich noch nicht. Wow, das geht ja gut los. Versuchen Sie mal, den Zündschlüssel umzudrehen. Schalten Sie mal auf D. Ja. Was? Habe ich mir doch gedacht. Deswegen sollten Sie auf D schalten. Das Kupplungskabel ist locker. Ich muss sämtliche Kabel komplett abschrauben, die Batterie rausnehmen, das lockere Kabel festmachen. Wo haben Sie Ihr Werkzeug? Auf dem Parkplatz. In der großen Kiste. Abgeschlossen? Abgeschlossen. Alles klar. Die Schlüssel sind im... Nein, 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 nein! Dieser verdammte Wichser hat sie mitgenommen! Und seitdem Schluss ist, reagiert er nicht mehr auf meine Anrufe. Wenn ich den in die Finger kriege. Sie. Aufbrechen, aufschlagen, anzünden, sprengen, mir egal. Machen Sie die Scheißkiste auf. Hmm.
Der Kunde, der dieses Auto kriegt. Ich wollte ihm gerade sagen, dass meine Oma abgekratzt ist, damit er abspringt. Ich sage ihm, dass er kommen soll, oder? Wir müssen es versuchen. Das müssen Sie schon sagen. Starten Sie mal. Ja, hey! Sorry. Alles okay? Das ist heute wirklich nicht mein Tag, sorry. Tut mir echt leid. Ist bei Ihnen alles okay? Wissen Sie, was ich mache? Ich werde Mechaniker. Für alle Fälle. Ich habe 2 College-Abschlüsse. Kann ja nicht schwerer sein als Tabellenkalkulation. Ich kann nicht alles alleine machen. Wissen Sie, wie schwer es ist, so einen Laden am Laufen zu halten? Ich werde jemanden brauchen. Einen guten Mechaniker. Nicht so einen verdammten Idioten. Hier bitte. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich bin kein Mechaniker und suche auch keinen Job. Tja, zu dumm. Ich mag Sie nämlich. Sie haben mir geholfen und Sie wissen, was Sie tun. Aber das meinte ich nicht. Ich meine bei dem, was Sie vorhin sagten. Also raus damit. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche nach einer Frau Mitte 20. Weiß, blond, grüne Augen. Sie hat ihr letztes Jahr zwischen dem 7. und 8. Oktober einen Wagen gemietet. Könnte sein, dass sie vom Flughafen kam, wenn ich ihre Aufzeichnungen sehen dürfte. Dauert nur eine Sekunde. Nein. Wissen Sie, wie hart die Behörden mittlerweile drauf sind, was Datenschutz an... Also tut mir echt leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann Sie natürlich nicht daran hindern, mir die Daten zu stehlen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Was soll eine Frau machen, wenn sie mal eben aufs Klo muss und einfach kein Mechaniker da ist, um auf ihren Schreibtisch aufzupassen? Nach dem verrückten Morgen entschuldigen Sie mich jetzt sicher, oder? Die Liste der Kunden, die letztes Jahr zwischen dem 7. und 8. Oktober einen Wagen gemietet haben. Ich hoffe, Sie finden Ihren Mechaniker. Ich hoffe, Sie finden diese Frau, Herr Detektiv. Eine Sache noch. Ist irgendetwas an Ihrer Geschichte nicht gelogen? Leider nicht. Natürlich. Ich halte Ihnen den Job hier noch bis Montag frei. Abgemacht? Ich bin ganz Ohr. Wo zum Geier warst du?
Ich hab doch gesagt, ich arbeite, oder? Wir haben ihn, Nick. Es war Miller. Die Kugel, die meinen Onkel getötet hat, stammt von der Waffe aus seinem Wagen. Ich lege diesen verdammten Wichser um. Ich weiß, wie du dich fühlst, Kleiner, aber... Nein, ich werde ihn nicht umlegen. Ich haue ihn nur aufs Maul, bis er mir sagt, wo meine Tante ist. Adam, Harley soll dir einen Tee machen oder box in ein Kissen oder so. Aber komm runter. Hauptsache, du bleibst auf dem Revier. Wir gehen zusammen, okay? Adam? Scheiße. Sorry, Kleiner, aber... Sheriff? Ich habe gerade wichtige Informationen erhalten. Also Faye existiert nicht nur... Ich werde Miller verhaften. Was? Nein! Mit der Waffe in seinem Handschuhfach wurde Samuel Franklin getötet. Nein, Ed hat niemanden umgebracht. Es ist, wie es ist. Bitte, hören Sie mir zu. Bitte. Okay. Nur zu. Raus damit. Waren Sie schon bei der Autovermietung? Ja, ich hab den Namen. Keine Fee. Wenn ich recht habe, wäre es abwegig, Ihren richtigen Namen zu benutzen. Ich weiß, alles weist auf Ed, aber das ist eine Intrige. Eine Intrige, die von einem kranken Geist geplant wurde. Fee. Haben Sie Beweise? Noch nicht. Weder Sie noch ich haben Beweise dafür, dass die Waffe Ed gehört hat oder dass er sogar damit geschossen hat. Noch nicht. Willkommen im Club. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, aber was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt machen? Könnten Sie mich in einer Stunde an der Brody Canyon Bridge treffen? Okay. Klar. Bis gleich. Alles in Ordnung? Und Sie? Alles klar bei Ihnen? Keine Sorge. Was schauen Sie denn so? Er ist im Haus, oder? Adam Franklin. Er würde Ihrer Tante und Ihrem Onkel nie was antun. Er mag die beiden wirklich sehr. Er kann Ihnen bei der Suche nicht helfen, aber ich... Sie werden den Mörder Ihres Onkels nicht in diesem Haus finden, aber ich weiß, wo wir suchen müssen. Ich muss zuerst zu meinem Motel, aber in 45 Minuten werden wir ein kleines Experiment an der Brody Canyon Bridge machen. Bis dann.
Ich musste sicher gehen. Bereit? Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen und jetzt wollen Sie nicht mal wissen, ob ich das wirklich bin? Ich bitte Sie. Okay. Also, hier sehen Sie, was ich sehe. Was auch das ist, was die Drohne sieht. Nur eben ohne VR. Dave, muss ich dich schon wieder verhaften? Was zum... Ich bin kein Bulle und niemand wird Sie hier verhaften. Sky D, Dave, hat seine Hilfe angeboten. Die Bilder seiner Drohne können uns dabei helfen, eine Theorie zu prüfen. Und wir können von hier alles sehen. Okay? Gibt sie umsonst Donuts, oder was? Entscheidung, Boss. Sie entfernen sich zu weit von der Mitte der Brücke. Ich glaube, Ed hat jemanden von der Brücke springen sehen. Aber ich glaube, diese Person hat auf dem Weg nach unten eine kleine Pause eingelegt. Können Sie zur Mitte der Brücke fliegen und direkt darunter schweben? Nicht so tief, Sky D. Direkt unter der Mitte der Brücke. Bitte nicht so weit von der Brücke wegfliegen. Bitte nicht so weit von der Brücke wegfliegen. Ein Seesack? Also, kommen Leute hierher wegen Yoga? Wegen der Aussicht? Adam, ruf Harley an, okay? Die Spezialeinheit soll sich mal unter der Brücke abseilen.
Claro. Und noch was. Finde diesen guten Samariter, der Miller gerettet hat. Den Lastwagenfahrer. Falls wir vergessen haben, den was zu fragen. Und jetzt, Boss? Aber warum sollte sie diese Tasche da lassen? Es sei denn... Dave! Können Sie rüber zur anderen Seite der Brücke und direkt runter zum Fuß der Klippen? Sie sind zu weit weg. Bleiben Sie näher beim Fuß der Brücke. Weiter runter. Sie müssen fast den Boden berühren. Scheiße! Was soll ich machen? Das kann nicht Esther sein. Boss, ich hab Sie nicht verstanden. Was soll ich machen? Wir müssen das Gesicht sehen, Skydee. Sehen Sie das? Kennt ihr jemand? Sorry, die Gerichtsmedizinerin war spät dran. Hoffentlich dauert es nicht lange, Ursache und Todeszeitpunkt zu bestimmen. Obwohl, das ist ziemlich offensichtlich, oder? Haben Sie zu tun? Wollen Sie, dass ich kurz rausgehe? Nein, ist schon gut. Also... Für Sie war das immer schon ziemlich offensichtlich. Hätte ich nur schon früher auf Sie gehört. Danke. Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Habe ich mich entschuldigt? Sagen wir mal ja. Sollen wir uns alles ansehen? Bitte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Faye hat sich also als John Miller verkleidet. War der immer so angezogen? Tja, als er noch jung war, lief er legerer rum. Ed muss damals, keine Ahnung, 5 oder 6 gewesen sein, als John damit anfing, sich so anzuziehen. Unsere Hacker haben das entsperrt und wir haben auch ihre Fingerabdrücke. Die in diesem Moment abgeglichen werden. Keine SMS. Keine Kontakte. Keine Anrufe. Und es gibt auch sicherlich keine... Moment. Es gibt doch ein paar Fotos. Miller beim Schlafen.
Miller am Computer. Miller am Fenster. Verdammt. Die war ja wie besessen. Miller und... Das Mädchen gibt's wirklich? Ja, aber wo ist sie? Oh Gott. Das Wohnzimmer. Noch mehr Wohnzimmer. Noch mehr Wohnzimmer. Die Küche. Das Büro. Was wollte sie damit? Ein Modell des Hauses bauen, oder was? Im Grunde schon, in ihrem Kopf. Sie lächelnd. Noch ein Lächeln. Und noch ein Lächeln. Was soll das ganze Lächeln? Hä? Sie übt. Sie mag Probleme gehabt haben, die Gesichtsausdrücke anderer zu lesen. Also ahmt sie sie nach. Sieht nach einer klassischen Psychopathin aus. Mangel an Empathie? Da gibt's viele Ursachen. Neurodegenerative Krankheiten, Autismus-Spektrumstörungen. In den meisten Fällen hätte man mit der richtigen Erziehung die Probleme dieser jungen Frau ausgleichen können. Fast alle, die an so etwas leiden, sind perfekt integrierte Mitglieder unserer Gesellschaft. Und nicht weniger glücklich als sie oder ich. Aber ja, sieht in diesem Fall nach einer klassischen Psychopathin aus. Das ist ein wirklich starkes Neuroleptikum. Und, das bedeutet? Ein Antipsychotikum für akute Fälle von Schizophrenie oder manische Störungen. Sind das Face-Medikamente oder? Das Zeug hat jede Menge Nebenwirkungen. Unter anderem wirkt es wie ein Narkotikum. Es kann praktisch sofort wie ein Sedativum wirken. Narkotika und Antipsychotika. Beides hat man in Millers Blut gefunden. Sicher, dass Faye das benutzt hat, um einen Sprung von der Klippe vorzutäuschen, obwohl sie sich nur da abgeseilt hat, wo wir die Tasche gefunden haben. So sicher, wie wir uns sind, dass das Fays Leiche ist. Moment. Sie haben mich endlich überzeugt. Und jetzt soll ich alles wieder in Frage stellen. Ed muss das noch bestätigen, aber nach dem, was er mir erzählt hat, lief Faye damit herum. Irgendeine Idee, was man damit öffnet? Würde sagen, der ist für ein Auto oder ein anderes Fahrzeug. Laut Ed hat Faye diesmal Uber genutzt und davor einen Mietwagen, also keine Ahnung. Ich muss immer noch die Namen überprüfen, die ich aus der Agentur habe. Okay. Ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Noch sind wir nicht fertig. Sie war im Handschuhfach seines Wagens. Aber ich schätze mal, das hat jetzt nicht mehr so viel zu bedeuten. Habe ich in Millers Wagen gefunden. Aber ich hätte schwören können, er hasst Whisky. Er hat seine Gründe. Glauben Sie ihm einfach. Wo haben Sie die her? Von der Klippe. Neben Millers Wagen. Ich dachte, die gehört ihm. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Faye war eine Psychopathin. Sie war von Miller besessen. Hat ihn sediert. Mit Drogen vollgepumpt. Überall im Wagen falsche Beweise platziert. Auch die Pistole, durch die Samuel Franklin starb. Sie hat sich als John Miller verkleidet. Gewartet, bis Ed aufgewacht ist und dann so getan, als würde sie von der Brücke springen. Dann hat sie sich selbst umgebracht. War das ihr Plan? Es gibt so viele offene Fragen. Und ein Baby, das wir finden müssen. Und Esther Franklin. Was fehlt?
Was übersehen wir? Miss Mainz. Was haben die jungen Leute immer mit ihren Sprachnachrichten? Hey, ich war bei der Firma, für die dieser LKW-Fahrer Barry Dennison arbeitet. Aber der war heute nicht da. Die haben mir gesagt, in welche Bar der so geht, aber da war er dann auch nicht. Aber da war dieses Bild an der Wand. Ich schick's mal rüber. Ha! Was? Ich weiß schon, was ich morgen mache. Ich würde ja jetzt schon los, aber ich habe Hunger wie ein Wolf und der Laden, der sieht mir etwas halbseiten aus. Ich kenne ein paar Läden in der Gegend, wo man viel besser was essen gehen kann. Tja, ziemlich spät fürs Abendessen. Wenn Sie möchten, können wir in einem der Läden essen, die Sie erwähnt haben. Gute Idee. Mama Louise macht den besten Hühnchenmandeleintopf im ganzen County. Können wir hinlaufen? Wer kann schon Nein sagen zum besten Hühnchenmandeleintopf im ganzen County? Moment, wir haben uns die Liste der Fahrer nicht mal angesehen. Können wir uns auch morgen ansehen? Nachmittags? Nachmittag. Da kommt er ja. Schön vorsichtig, altes Haus. Schon wieder zu spät, Dennison. Hatte eine harte Nacht. Okay? Wenn das noch einmal passiert... Wird's nicht. Ich häng den Anhänger an und bin sofort wieder weg. Gib mir mal die Route, Boss. Heute gibt's keine Routen, Mr. Dennison. Das County möchte Sie für Ihr gutes Werk als guter Samariter am 20. September auf der Brody Canyon Bridge mit einem exklusiven Besuch auf dem Polizeirevier belohnen. Mistkerle! Ich bin Amerikaner! Ich habe Rechte! Hat er? Ich schon. Und jetzt fehlt mir ein Fahrer wegen dem County. Angeln wir Sonntag? Ich hol die Köder. Normalerweise spielt in solchen Fällen mein Assistent den guten Bullen und ich den bösen Bullen. Aber da wir heute leider keinen so guten Tag haben, muss ich beide Rollen übernehmen. Also, Sie haben die Wahl. In welcher Rolle wäre ich Ihnen lieber? In der Rolle als Hohn? Fresser. Ich wähle. Wir wissen, dass Sie in einer echt üblen Sache verwickelt waren. Wenn Sie kooperieren und uns sagen, was alles auf dieser Brücke passiert ist. Tja, ich kann Ihnen nichts versprechen, aber kann gut sein, dass man Sie in Ruhe lässt. Könnte wirklich sein.
Hab nicht die Bohne Ahnung, was ich Ihnen da erzählen soll. Verstehe. Überraschend, dass Sie noch gar nicht damit kamen, erst Ihren Anwalt sprechen zu wollen. Ich rede nicht mit Anwälten. Okay. Ich kann ja reden, wenn Sie wollen. Das sind alles Rechtsvertreter. Hey, was machen Sie mit meinem Handy? Ihnen Mühe ersparen. Ich habe Rechte. Mal sehen. Anwälte. Das ist illegal. Ich zeig's Ihnen an. Dafür brauchen Sie einen Anwalt. Gibt es Favoriten in Ihren Kontakten? Verdammter Wichser. Ich versuch's weiter. Ich hätte sogar ein paar Kandidaten direkt parat. Was glauben Sie, wer das ist? Oh, Junge. Da scheint doch glatt jemand namens Hirnloser Loser Barry sein verrücktes Miststück anzurufen. Sheriff Ray ist hier. Warum ist diese Nummer in Barry Dennisons Kontaktliste? Barry wer? Oh, der sah in der App normal aus. Er hat seine Nummer nach dem ersten Date gelöscht. Miststück. Danke, Miss Thompson. Jemand wird sich in Kürze melden. Hey. Wie geht's, Lieblingskunde? Verhaftet. Sheriff Ray ist hier. Und wer sind Sie? Oh, Tom DeLucci, Besitzer von The Golden Blonde. Was hat er angestellt? Sagen Sie mir, wann Sie ihn zuletzt gesehen haben. Ja, klar. Ich helfe der Polizei immer sehr gerne, Sheriff. Der kam vor ein paar Wochen in den Club und hat ordentlich in Bräute und Drinks investiert. Von welchem Tag reden wir hier denn genau? Nicht letztes Wochenende. Ja, 20. September. Er kam, sobald wir aufgemacht haben. Wir melden uns, Mr. DeLucci. Wir haben die Mütze unten im Brody Canyon gefunden. Wollen Sie abstreiten, dass es Ihre ist? Muss runtergefallen sein, als ich jemandem das Leben gerettet habe. Ich fand sie über 200 Meter von da entfernt, wo Sie Miller festhielten. Es war halt windig, verdammt nochmal. Stimmt, ein wenig. Aber es wehte in die andere Richtung. Wir finden Ihre Mütze, wo sie nicht sein sollte. Ihre Nummer, wo sie nicht sein sollte. Vielleicht sollten wir die Spielchen sein lassen, ne? Sheriff, ich will... Ich hab die Leiche Ihrer feinen Freundin drüben in der Leichenhalle. Und guter Bulle hin, böser Bulle her. Sie stehen hier unter Mordverdacht. Sie sprang... Von Anfang an, Dennison. Die sprach mich bei Lawrence an. Ich dachte, ich könnte mal wieder einen wegstecken. Die hat mir 200 Mücken Vorschuss gegeben und 10 Riesen für den Fall versprochen, dass ich hier bei einer total legalen Sache helfe. Ich sollte
einige Tage später an der Brody Canyon Bridge sein. So um 4.30 Uhr. Ist das etwa eine Leiche? Lass mich da raus, Kleine. Bist du sicher, dass ich dich da rauslassen soll? Hier ist nämlich keine Leiche. Bis jetzt. Hey, mal langsam. Nein, ich bin dabei. Total. Zu 100%. Hä? Pennt er? Sozusagen. Ich will ihm nur ein wenig Angst machen zur Strafe. Was? Was hat er dir denn getan? Er hat zu viele Fragen gestellt. Okay, ja, kapiert. Kein Problem. Also, was soll ich machen? Warten. Ein Trinkspruch? Sagen wir mal, dass ich mich so bei dir bedanke.
Nicht ich. Nicht jetzt. Ist eine Menge Geld. Wenn du das verrätst, egal wem, wirst du es nicht mehr ausgeben können. Was ist das? In deiner Hand oder deine Vene? Wir sehen uns in der Klapsmühle, Schätzchen. Keine Spur von irgendwelchen Babys oder dieser Fay. Hey, komm her. Na los. Komm schon. Ja.
Ey, Scheiße, das... Vergiss sie. War meine... Warte hier. Er wird aufwachen. Er darf dich nicht sehen. Er wird in meine Richtung kommen. Folge ihm. Dad? Pass auf, dass er sich nicht umbringt. Loslassen! Lass mich los! Ruf dann die Polizei und melde einen Selbstmordversuch. Oh, ja. Ich bin auf der Brody Canyon Bridge. Ich hab gerade... Ich hab nur einem Typen das Leben gerettet, der runterspringen wollte. Und die sind gekommen. Und das war's. Wissen Sie was, Dennison? Ich glaube Ihnen.
Also, bin ich sauber unschuldig? Wie konnten Sie nur den Teil mit dem Baby auslassen? Welches Baby? Was? Wieso? Tut mir leid, ich lasse Sie immer warten. Harley hat mir noch die Akte Horowitz ausgedruckt. Wessen Akte? Lisa E. Horowitz. Eine der drei Frauen, die bei Wongs einen Wagen gemietet haben, kurz bevor Faye bei Miller angetanzt ist. Und aufgrund ihres Alters passt nur sie auf unsere Leiche. Ich habe Harley um mehr Details zu ihr gebeten. Wir können uns das ansehen, wenn Sie wollen. Und ich dachte, sowas passiert nur im Film. Willkommen in meinem Leben. Möchten Sie noch einen Blick auf das Brett werfen, bevor Sie das lesen, die Ermittlungen nochmal durchgehen? Hier weiß ich noch alles. Fangen wir gleich mit Horowitz an. Also, ich muss sagen, für mich ist das ziemlich klar. Schauen wir uns die Akte an. Großartig. Das ist Lisa Horowitz, an dem Tag, an dem sie in Yale ihr Psychologiestudium abgeschlossen hat, als Jahrgangsbeste. Fällt Ihnen dazu was ein? Obwohl das Foto etwas ausgeblichen ist, liegt es auf der Hand, dass es die gleiche Person sein könnte. Faye hat Ed erzählt, sie habe gerade ihren Abschluss in Psychologie gemacht. Also scheint das zu passen. Ihr Studium könnte erklären, woher sie wusste, dass diese Droge auch wie ein Narkotikum wirkt, oder? Mag sein. Mal sehen, was in den Akten steht. Tochter von Peter und Marlene Horowitz, obere Mittelschicht. Die hatten Geld. Sie starben beide, als Lisa noch klein war. Sollen wir das Bild ans Brett heften oder mit dem nächsten weitermachen? Ich kann da einige Zusammenhänge erkennen. Sie sind der Boss. Wie sind Ihre Eltern gestorben? Sie könnte sie ja... Nein, nein. Krebs, Dickdarm und Speiseröhre in einem Zeitraum von 2 Jahren. Ich denke, die gesellschaftliche Stellung Ihrer Familie erklärt, warum eine 23-Jährige jemandem wie Dennison $10.000 geben konnte. Also bei allem, was sie offenbar schon verbrochen hat, würde es mich nicht wundern, wenn sie sich auch das Geld auf anderem... weniger legalem Wege beschafft hätte. Seine Eltern starben, als er noch ein Kind war. Hm. Wie auch bei Ed. Jetzt zum spaßigen Teil. Nach dem Tod ihrer Eltern wurde sie depressiv. Selbstverletzung, Selbstmordversuche. Sie verbrachte mehrere Monate in einer psychiatrischen Klinik in New Jersey. Wahrscheinlich der teuersten an der Ostküste. Da klingelt was. Ich glaube, einer meiner Patienten war mal dort. Nur wer? In der Nacht vor Lisas Entlassung hat sich ihre beste Freundin aus der Klinik betrunken und ist vom Dach des Gebäudes gesprungen. Seltsam, dass sich ihre beste Freundin in der Klinik durch einen Sprung vom Dach umbringt und sie das gleiche Schicksal erleidet. Ja, vielleicht ist sie auch gesprungen. Vielleicht wollte sie es ihr gleich tun. Aber warum? War Ed Miller, nach allem, was ihm als Kind widerfahren ist,
Niemals in einer psychiatrischen Klinik? Nur beinahe, aber das wusste seine Tante Claire zu verhindern. Sie nahm ihn mit zu sich nach San Bernardino und verpasste ihm quasi eine Gehirnwäsche, die einen Großteil seiner Erinnerungen verbarg. Ihre Freundin hatte sich betrunken, unmittelbar bevor sie sich in die Tiefe gestürzt hat. Wie Millers Vater. Junge, warum ist das alles nur so kompliziert? Komisch, dass eine ehemalige Psychiatriepatientin ausgerechnet Psychologie studiert. Das ergibt Sinn. Einige meiner KommilitonInnen hatten einen ähnlichen Hintergrund. Manche studierten das Fach, um sich selbst besser kennenzulernen. Andere wollten etwas zurückgeben und Leuten helfen, die etwas Ähnliches durchgemacht hatten. Nach ihrer Entlassung ging Lisa zurück nach New York, wobei die Mutter ihres Vaters, Diane Horowitz, die Vormundschaft bekam. Nur um wenige Wochen später die Treppe hinabzufallen und sich das Genick zu brechen. Was machen wir jetzt? Ans Brett heften oder nicht? Meinen Sie nicht, dass der Tod Ihrer Großmutter ein zu großer Zufall ist? Ja, absolut. Was hat diese Frau eigentlich gegen Senioren? Warum betreibt sie so einen Aufwand, damit Miller am Leben bleibt? Aber legt seinen Nachbarn einfach so um. Das hier ist ein paar Jahre alt. Eine Kletterwand in ihrem Viertel in New York. Noch ein Zufall. Keine Frage. Lisa ist unsere Fay. Was? Sie sind sich immer noch nicht sicher? Ich habe mich schon zu oft geirrt, um keine Zweifel mehr zu haben. Und das hier ist einige Wochen alt. Lisa Horowitz hat sich für eine Ausbildung als Psychiaterin bei der einzigen psychiatrischen Klinik in unserem County beworben. Und sie hat die Stelle gekriegt. Sie soll Ende des Monats dort anfangen, wobei ich daran zweifle, ob das noch was wird. Warum sollte eine reiche junge Frau aus New York mit einer glänzenden akademischen Laufbahn in einer Klinik arbeiten wollen, die einen so bescheidenen Ruf hat und so weit weg von ihrer Heimat liegt? Der Arzt, der Ed im Krankenhaus betreute, bevor Robert Carrigan mich für ihn engagierte, war durchaus nicht abgeneigt, Ed in eine psychiatrische Klinik zu überweisen. Die psychiatrische Klinik, bei der Lisa sich beworben hatte, ist so gut wie sicher diejenige, in der Ed gelandet wäre. Wollen Sie damit sagen? Das war der letzte Teil des Plans, seine Psychiaterin zu werden und ihn zu foltern. Schauen wir uns mal Ihre Krankenakte an. Sie wog bei ihrer Geburt gerade mal 4 Kilo. Mit 11 wurde ihr der Blinddarm rausgenommen. Was ist? Ich muss kurz telefonieren. Nur um sicher zu gehen. Pat? Hier ist Reyes. Erinnerst du dich an die Leiche von gestern? Die Blondine. Ah, perfekt. Könntest du mir wohl sagen, ob sie eine Narbe hat, wie man sie nach einer Blinddarm-OP hätte? Bist du sicher? Okay. Danke, Pat. Ich kann's nicht glauben. Das muss sie sein. Das ist sie. Leider nicht. Nein, nein. Wir waren so nah dran. Tut mir leid. Das passiert ständig. Man glaubt
glaubt ganz sicher, der Fisch hat angebissen und man braucht nur noch die Leine einzuholen. Aber in letzter Minute... Ich würde mir deswegen jetzt keinen Kopf machen. Wir sollten uns mal ausruhen. Es war nicht mein Patient. Wer? Wovon reden Sie da? Wann genau wurde Lisa Horowitz damals entlassen? Wieso spielt das eine Rolle? Vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren. Wie war der Name Ihrer Freundin, die sich das Leben genommen hat? Veronica Kerrigan. Because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. Die werden mich finden. Du hast mich zu Tode erschreckt. Wie bist du reingekommen? Ich hab das Mr. Saftarsch geklaut. Was ist, wenn er was bemerkt? Er wurde plötzlich ganz müde. Er wird eine Weile im Bett bleiben. Wenn die dich kriegen... Ich wollte dich nicht in deiner letzten Nacht hier allein lassen. Wir sind doch beste Freundin, oder? Außerdem habe ich ein Geschenk für dich. Na komm, mir nach. Ich bin nicht sicher, ob... Sind wir jetzt beste Freundin oder nicht? Und überhaupt, du bist keine Patientin mehr. Die können dir gar nichts. Okay. Aber ich muss zuerst meinen Tagebucheintrag erledigen. Ist mein Ritual. Dein Ritual. Ich warte auf dich. Wir sind gleich alt, oder? Du bist doch auch 15, oder? Warum? Nur so.
Die lassen dich Ohrringe tragen, die keine Clips sind? Als Belohnung. Ich habe mir schon eine ganze Weile nicht mehr wehgetan. Meine Oma schickt mir die. Du hast echt Glück. Weißt du was? Nimm einen. Nein, das geht nicht. Sind wir beste Freundinnen oder was? Ist fertig. Ich gehe eben noch auf Toilette und... Moment. Ich will, dass du auch was von mir kriegst. Meinen Glücksbringer. Dir kann nichts Schlimmes passieren, solange du ihn um den Hals trägst. Aber... Sind wir jetzt beste Freundin oder nicht? Das sieht bei dir ja so cool aus. So wunderschön. Okay, tu, was du tun musst, und ich zeige dir die Überraschung. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun. To show us the monster's not here.